Hallo und willkommen zurück zu Trine 2. Wir sind wieder hier, wo ich beim letzten Part aufgehört habe zu schneiden. Ja, wir hatten eigentlich weitergespielt, aber leider hat Fraps den Windows-Sound nicht mit aufgenommen. Das heißt, kein Ingame-Sound und kein Sound mehr von Herrn Blooddrunk. Und Windows ja, mag mich nicht. Genau. Und da jetzt nur mein Gelaber die nächste Stunde wahrscheinlich etwas langweilig geworden wäre, ohne Reaktion, machen wir das alles jetzt nochmal. Also wir haben jetzt natürlich diese ganzen komischen Fläschchen schon eingesammelt, oder fast alle, die jetzt noch auf dem Weg liegen, so die nächste Stunde, schätze ich mal, bis zum nächsten Kapitel auf jeden Fall. Aber wir können euch trotzdem alle Feinde und so weiter ja zeigen. Und ja, legen jetzt einfach mal wieder los und machen weiter, ne? Ich bin jetzt erstmal für eine Tauchrunde, weil hier geht's nämlich noch durch. Ich weiß nicht, ob du das beim letzten Mal gefunden hast. Ja, habe ich gefunden. Aber ich komme noch mal mit. Ach, hier unten drunter? Nee, ich war auf der anderen Seite. Ja, hier geht's nämlich auch noch mal ziemlich weit runter und ziemlich weit nach rechts. Ah, nee, da war ich nicht. Moment. Hier habe ich nämlich auch schon was eingesammelt hier. Uiuiui, Moment, ich komme hinterher. Ja, hier gibt's eine Schatzkiste und ganz viele Fläschchen. Eine Schatzkiste? Was ist denn in dem Schatzkistchen drin? Und eine verdammt große Flasche. Ui, holla, die Waldfee. Frau mit 5. Ich mach die mal auf und gucken, was wir da drin haben in der Truhe. Ein Sammlergedicht, das Tal der Sümpfe. Meine Schwester und ich ein Geheimnis bewahren. Aha. Ich lieb sie so doll. Nun schon seit und ein Zahnrad im Hintergrund. Woher das nur kommt. Tja, keine Ahnung. So, der hat gerade das Gedicht vorgelesen. Also ganz lustig. Ja, so, tauchen. Ich glaube, ja, das war's. Da oben waren noch Fläschchen, die habe ich auch schon eingesammelt. Gut. Dann weiter. Ich glaube, der siehst du, haben wir doch noch was, auch was Neues für uns entdeckt. Ja. Ich glaube, der Krieger ist etwas schneller im Tauchen, weil er sein Schild benutzt. Zum Schwimmen. Ja, stehe. Hey, wieso komme ich hier nicht hoch? Ich will hoch. Okay. Alles klar, dann. Oh, Leg. Wow. Die sind festgemacht. Dann müssen wir es halt so machen. Genau, ja. So hast du es auch beim letzten Mal gemacht. Ja. Das müsste man sich nur noch wieder dran erinnern können. Hallo. Wow, Freunde, nicht so stürmisch. Einer nach dem anderen. Ich sitze auf seinem Kopf. Aua, 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 aua. Wow. Prügeln. Ja, du bist lustig. Ich habe übrigens gesehen in den Einstellungen, man kann ja auch einstellen, dass man Charaktere unbegrenzt einsetzt. Da kannst du dann auch mit zwei Zauberern, zwei Rittern und zwei Dieben rumrennen. Aber finde ich ein bisschen albern. Das ist doof. Ja. Das ist nichts für die Pros. Na, wie uns. Oh, ich habe noch den Hammer drin. Naja, deswegen hast du ihn jetzt mit einem Schlag zertüdelt. Oh nö. Aber ich habe hier noch was eingesammelt. Oh, du Pro, ich gehe unten lang. Das ist mir hier zu viel Action sonst. Schauen wir auf zu. Speicherpunkt. Und hui. So. Oh nein, ich und geskillt jumpen, das geht schon mal gar nicht. Oh shit. Okay. Lustig. Au! Guck mal da Feuer. Na, komm her, du Dumme. Oh my goodness. So, Freundchen, einmal. Upsi. Sollen wir nicht zurück zum Speicherpunkt vielleicht? Ja, wollte gerade sagen. Okay, das ist doof. Oh, da steigen jetzt Blubberblasen auf. Oh, Blubberbläschen. Geh mal weg, ich will das Ding zersmashen da oben. Ich will hier gegensmashen rechts. Wenn du da drauf stehst, dann macht es dir, glaube ich, Schaden. Nee, da macht er das Teil kaputt. Und. Bam. Wohin führen uns diese Blubbel? Au! Nach oben, schätze ich mal. Hui! Hallo! Oh, die sind zu schwer, Moment. Da kann nur einer drauf. Ich rutsche hier und. Dann okay. Versuch nicht runter zu rutschen. Dummes ein Herz.
Was bringt dieses Herz? Keine Ahnung. Wieder volles Leben. Wir haben beide wieder volles Leben. Aber es bringt uns leider nicht die Diebin zurück. Nein! Uiuiuiui! Noch mehr Blubbelbläschen! Hui! Au, 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 aua! Menno, das tut doch weh! Da kann man ja Luftstrom erzeugen hier. Nee, kann man nicht. Da ist da kam Luftstrom. Gerade Luft durch, nach oben. Jetzt nicht mehr. Was Putte macht! Da ist wieder. Hui, shit! Nee, da komme ich nicht her. Ah, stimmt, hier unten ist auch noch ein Luftstrom und da hinten sind auch zwei. Aber. Da haben wir uns das letzte Mal schon überlegt, wie wir da reinkommen, aber haben irgendwie keine Lösung gefunden. Weil irgendwie. Nee, irgendwie kommt man da nicht rein. Gar nichts geht. Das verstehe ich immer noch nicht. Ich auch nicht. Also hier unten liegt halt noch ein Rohr im Sumpf, ja, das aber das Rohr passt ja nicht rein. Ach, das pustet da nach rechts die Blubberblasen. Das Rohr. Ah, verstehe. Okay. Okay, was passiert, wenn wir jetzt die Blubberblasen wieder hinunterpusten? Dann machst du sie tot. Ich will da hinten ran. Ja, aber was für eine Möglichkeit haben wir? Also selbst der Ritter, ich werde zurückgepustet, wenn ich da reingehe. Ich komme da auch gar nicht richtig rein. Hier kann ich auch nichts abbauen. Das vielleicht, ist merkwürdig. Vielleicht brauchen wir noch irgendeine Fähigkeit irgendeines Charakters. Und diese Fläschchen da, die kann man auch nicht einfach rausholen hier. Nee. Na, ich rolle euch her. Ah, warte mal. Ich rolle sie her. Ja, oder so, stimmt. Na. Komm her. Ja, hol sie. Ja, hey. Vielleicht sollte es so sein, man weiß es nicht. Okay, jetzt benutzen wir die Blubbel. Genau. Oh. Nein, weg. Weg. Nein. Hey. Was willst du denn? Oh, das Ding, weg mit dir. Oh shit, Moment. Oh, ach, zwei doofe, ein Gedanke. Puste. Der pustet aber nicht immer, das ist das Problem. Er pustet jetzt falsch. Ja. Falschen Abständen. Du musst auch mal drauf, damit es stehen bleibt erstmal. Genau. So. Dann pusten. Ich hoffe mal, das ist jetzt wieder die richtige. Nee, hat's immer noch nicht. Musst du mich nur irgendwie wieder hochholen? Einen Moment. Ich jump hier rüber. Yay. Mir auf jeden Fall wieder die Bogenschützen. Jetzt kannst du vielleicht Moment. Hier mit einer Blubbel drauf. Genau, passt. Kannst mich erholen. Yippie! Ja, endlich wieder die grazile Bogenschützin. Oh, Freunde. Doch nicht so stürmisch. Prügeln. Über uns. Und links und rechts und vorne und hinten. Moment, Freundchen. Nein. Oh. Au. Das ist doch nicht wahr. Ganz ruhig. Ganz so. Ruhig. Jetzt, Adle. So, das war jetzt. Genau. Und dann so. So war es. So ging das. Genau, Moment. Jetzt fast nach unten gesetzt. Was soll das da weg? Puste ich dir vorher ins Gesicht. Ich kann da aber nicht weg. Da müsstest du nochmal den Hebel betätigen, damit ich da raus kann. Ja, warte kurz, wir können das Nest zerstören, indem wir da Feuer drauf lenken. Und vergessen. Ja, ich weiß, aber du musst dann erst... Ja, wenn du da stehst, muss ich zuerst diese Röhre hier dran machen. Ja, aber wenn ich wieder zurückgehe, dann werde ich... Dann wirst du geinfektiert. Oh. Genau. Moment, ich gehe wieder einfach zurück, so. Wir haben ein wenig an uns vorbeigeführt. Hoppla. Du machst wieder komische Sachen da hinten. Ich sehe das schon. Hey. Nein, spring. So. Ach, hier war diese Kiste, die wir beim letzten Mal, glaube ich, schon geöffnet hatten. Genau. Ein Sammlergemälde. Wunderbar. Moment, mach mal Escape und guck mir das an. Ah, ja. Okay.
hätten wir das auch geklärt. Wo gibt es jetzt die letzte Röhre? Ach, da oben. Genau. Na? Na? Ja, ich würde vielleicht den... Pump. Geröstete Insekten. Ui, ui, ui. Und so. Häbchen. Genau, den wir das letzte Mal übersehen haben. Oder irgendwo hatten wir einen Hebel übersehen. Genau. Weil wir ewig rumgerannt sind. Wo geht's hier weiter? Und dann... Ach so, diese Blume, die mit uns redet. Diese Blume hat gesprochen. Quatsch, Blumen sprechen nicht. Könnt ihr mir bitte helfen? Natürlich, Frau Blume. Findet meine Schwester auf der anderen Seite von diesem Sumpf. Ich... Okay. Suchen wir nach einer anderen Blume? Keine Sorge, Frau Blume. Gehen wir. Die Helden hatten sich in einem magischen Wald wiedergefunden. Pontius war ziemlich von einer damenhaften Blume eingenommen worden, der sie begegnet waren. Amadeus dachte, die Sache mit der Blume wäre so eine Art zauberhafter Ulk gewesen. Soja dachte weder das eine noch das andere über die Blume. Warten wir einmal ab, grübelte sie. Diese Blume hätte uns mehr erzählen sollen. Ich grübele immer so sehr. Ist doch einfach. Wir suchen ihre Schwester. Ja, führen wir eine Befragung bei allen Blumen im Wald durch. Mhm. Also hier hinten und hier vorne. Okay, alles klar. Und, aha, oh nein. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh je. Gleich mal zurück zum Speicherpunkt. Ja. Mami. Das fängt ja gut an. Okay, also Kondensation. Oh, das war der Mist hier. Oh nee. Ach ja, jetzt kommt das. Das war das, wo ich so immer gefailt habe. Ja. Du darfst jetzt erstmal hier springen. Ah, scheiße! Nein! Komm, geh jetzt! Oh, das ist nicht zurück zum Speicher. Oh, ich kann mich da auch nicht dran festhalten, also mit dem Seil, das ist das Problem. Okay, warte, dann drücke ich sie mal zur Seite. So. Ja, oder so. Das so müsste es jetzt aber reichen hier von der Höhe. Genau. Ja, perfekt, perfekt, perfekt. Jetzt sehr musst gut. Du den Magier übernehmen und das genauso da drin. Genau. Moment. So, jetzt bin ich eher. Komm mal her. So, erst von genau so und weg. So. Ja, Wollingen. Wie gelernt. Achte. Da waren wir schon, da gab es dann wieder so Zeugs. Oh, da ist er. Gar nicht gesehen. Jo, deswegen sag ich so. Was machst du denn? Check it, honey. Er tanzt ein wenig. Ich bin erschüttert. Oh, Kacke. Achtung, ganz da oben sind auch Stacheln. Oh ja. Ja, wir müssen bestimmt da reinspringen. Oh, hier... Kacke. Hast du beim letzten Mal ganz geskillt gemacht und diesmal habe ich es auch wieder geschafft. Ha, die Box in der Luft fallen lassen und dann über die Box da reinspringen. Verstehe. Achtung, links von dir. Bang. Uiuiuiui. Ui, Ach, Mist. Wir haben eine Truhe. Eine Truhe? Ah, stimmt, genau, da waren wir ja auch schon. Oh. Oh, verdammter Mist. Ich muss es ein wenig weiter nach hier.